Hey ho! Tja Leute, heute werde ich mal probieren, ein Bacon-Schnitzel zu machen. Richtig, ein Bacon-Schnitzel, oh Mann. Ich glaube, da muss der Friseur auch mal wieder ran. Ich habe hier so einen etwas dickeren Bacon eingekauft. Päckchen mit 150 Gramm. Und das soll zum Schnitzel umfunktioniert werden. Kann man nachher in der Fritteuse machen oder in der Pfanne oder im Topfdeckel oder direkt im Topf mit viel Öl. Und ja, ich habe mich entschieden, trotz 36 Grad draußen, das auf Kohlen in der Pfanne zu machen. Die wird dann ein bisschen mit Öl aufgefüllt und dann putzen wir das raus. Aber jetzt gehen wir rüber und dann geht es auch schon weiter. Ja, der Michi ist mal wieder praktisch. Und das Mehl von der Panierstraße tue ich gleich hier in der Schale drauf. Dann kommt Mehl und hier Panko-Mehl. Das habe ich mit ein bisschen Barbecue-Gewürz meiner Wahl versehen. Und ja, das Ei mit einem Tropfen Milch verkleppert. Und das ist das ganze Geheimnis. Und jetzt legen wir hier schon mal los mit dem Bacon-Mehlieren. Habe ich schon mal einen Teil weniger zum Abputzen, zum Waschen. Wenn ich das in der Schale mache. Also wir lassen den Bacon komplett zusammen. Wir reißen den nicht auseinander und tun die Scheiben einzeln panieren. Nein, nein. Dann schön mit dem Panko-Mehl. Also Leute, ihr seht, das sollte heute vielleicht doch mal endlich ein kürzeres Video werden. Weil mit der Paniererei sind wir schon gleich wieder fertig. Schön andrücken. Und dann ziehen wir das Ganze nochmal durchs Ei und tun das nochmal ins Panko-Mehl. Und dann hoffe ich doch, dass wir eine richtig schöne Panade kriegen. Und wenn es gut klappt, können wir das ja sogar unter Umständen ein drittes Mal auch noch machen. Das Ei wird es aber nicht mehr ganz hergeben. Dann verteilen wir das restliche Panko-Mehl und drücken das halt einfach ordentlich fest. Und dann schauen wir, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Kohlen glühen schon. Also können wir dann gleich rausgehen. So Leute, raus. Ich habe hier wieder die günstigen Kohlen. Reichen vollkommen zum Topfen aus. Machen auch eine übelste Hitze. Fast wäre mein Fuß gewesen. Machen auch eine übelste Hitze. Richtig geil. Brennen halt nicht ganz so lange, aber bei dem Kostenpunkt ist das Preis-Leistung-Verhalten sehr gut. Die Kohlen habe ich im letzten Video den Sack gezeigt, war von Philips Thomas. So, Pfanne drauf und dann kommt auch schon das Öl rein. Ich wollte es eigentlich in der Fritteuse machen. Mir wurde geraten,
Öl in der Fritteuse ist komplett frisch. Ja, wächst der Brösel? Nein. Also mache ich es halt in der Pfanne. Also ich habe jetzt hier schon mehrere Semmelbrösel oder Panko-Brösel reingetan, um zu gucken, ob das heiß ist. Und ich denke, noch brodelt es nicht genug. Ein klein bisschen noch. So, dann tun wir mal einen dickeren Poppel rein. Ja, Leute, ich glaube, das könnte funktionieren. Dann rucht man jetzt hier unser... Oh, scheiße, ich habe die Panade kaputt gemacht. So. Dann wuchten wir das hier ganz vorsichtig rein. Und braten, brutzeln, frittieren wir unser Bacon-Schnitzel. Wie lang? Boah, Leute, keine Ahnung. Einfach jetzt mal frei nach Gefühl. Und ich bin ja gespannt, wie das wird. Wie viel Grad wir da haben? Grad, sagt mir das Thermometer, was das Öl hat. Blubbert und brutzelt das nicht richtig geil. Ja, das dauert noch. Bisschen Farbe soll das Panko schon bekommen. Dann probieren wir es mal umzudrehen. Und die zweite Seite jetzt auch ein paar Minütchen. 2, 3, 4, 5 Minuten maximal, dass die halt auch schön wird, die Panko-Kruste. In der Zwischenzeit habe ich die Schale wieder sauber gemacht und Zewa rein, dass wir ja noch ein bisschen hier das Fett absaugen können nachher, das Öl. Sieht das nicht richtig geil aus? So, das stecken wir jetzt zu. Dann saugen wir noch sozusagen jetzt noch das Öl ein bisschen ab. Und dann können wir auch schon anschneiden und probieren. Und die Kohlen tue ich jetzt in den Grill, mache den Grill zu, dass die ausgehen. Dann kann ich die weiterverwerten. Aha. So, dann wollen wir mal. Oh, sieht das geil aus. Also, wenn man guckt, es ist schon gut was von dem Öl weggegangen. So. So sieht das Ganze von innen aus. Und jetzt kommt das Wichtigste. Nämlich das obligatorische Probiererle. Thank you.
Wow. Schatz, komm raus, das Bacon-Schnitzel ist geil. Also Leute, ich kann es nur empfehlen zum Nachmachen. Ihr könnt natürlich auch den etwas dünneren Bacon nehmen, dann wird halt das Schnitzelchen einfach dünner. Aber das sollte ganz genauso funktionieren. Ja, geschmacklich kann man das noch abändern eben, je nachdem, was für einen Rap man in die Panade tut. Und absolut geil. Auch die Panade ist schön dick geworden, hat hervorragend funktioniert. Was soll ich sagen? Nachmachen und selber genießen. So, aber ich gehe jetzt rein, weil mir wird es hier draußen viel zu warm. Reicht schon, wenn ich später nochmal ein schönes Video mache. Es wird aber dann ein bisschen aufwendiger. Okay Leute, wir sehen uns. Bis später. Ciao.